Guten Morgen. Guten Morgen. Also, als kommt der Trocken raus. Guten Morgen. Und das ist es dann. Und ansonsten sind es die Wählerinnen und Wähler. Ich bin derjenige geblieben, der ich von Anfang an war. Dieser Wahlkampf hat sehr viel Spaß gemacht. Die SPD ist in der Lage gewesen, in den letzten 4 Wochen wirklich deutlich zu mobilisieren. Das hat mich gefreut. Es hat einen deutlichen Auftrieb gegeben. Sie werden verstehen, dass ich die Hoffnung habe, dass sich das auch in dem Ergebnis niederschlägt. Es ist jetzt der Tag gekommen, wo endlich die Wählerinnen und Wähler entscheiden und nicht mehr irgendwelche Spekulationen, nicht mehr Kaffeesatzleserei, nicht mehr irgendwelche Strategiespielchen. Und deshalb bleibt im Respekt vor den Wählerinnen und Wählern abzuwarten, was heute nach 18 Uhr dabei herauskommt. Ich fühle mich ganz gut, ich habe gut geschlafen, ich werde nachher nach Berlin fliegen und ich denke, viele von uns werden sich wiedersehen. Herzlichen Dank. Natürlich brauchst du ein Personal, nur du brauchst den nicht, die kennen dich. Autos. Ich verstehe es zwar nicht. Jo. Hier erwarten wir ganz konkret, dass wir die Dinge, die jetzt eben anstehen, also die großen Themen Energiewende, bezahlbare Strompreise für die Bürger, dass man das ganz klar angeht, also das ist ein ganz wichtiges Thema und dass man auf der Eurokrise schaut, dass man nicht Deutschland in eine Schuldenunion mit den restlichen EU-Ländern drängt. Ja, Wahnsinn. Reicht jetzt schnell, ja. Genau. Langweilig habe ich ihn nicht gefunden. Sachlich, kompetent, ja. Sie hat ihre Sache doch bis jetzt ganz gut gemacht. Ich glaube, das wird ein relativ enges Rennen, weil Per Steinbrück im Endspurt doch gut aufgeholt hat. Und ja, ich tippe auf eine große Koalition.